So, nun sind wir in der nächsten Folge. Hier machen wir genau weiter, wo wir aufgehört haben. Im Wagen kommen wir hier nicht mehr weiter. Und dafür sind wir den Verfolgern entkommen. Ja, da ist ein Auto. Schnappen wir uns das. Oh, der droppt ein Bulle. Vorsicht. Oh, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. So, wir müssen oben auf dem Freeway. Echt viele verschiedene Fahrzeuge, das Spiel. Mit dem sind wir auch noch nicht gefahren in den 15 Stunden Spielzeit. Oh, Alter, guckt euch mal diesen Abfertigungskran an. Das ist ja ein Riesending, Alter. Wahnsinn. Hat der hier was damit zu tun? Da ist die Kurzladung. Das ist ja ein Riesending, Alter. Cool. Mal hoch hier. Ja. Oh, wer bist du denn? Hey, was zu sehen? Schön, dich zu sehen, Retro. Du weißt, die ganze Dead-Sec-Community steht hinter dir. Alle mochten Horatio. Das wirst du sicher zu schätzen. Was ist denn hier los? Hab mich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult. Man sieht, wie die Tescars Kisten auf das Boot laden. Da sind eine Menge Typen mit Knarren. Wäre auch sonst so einfach. Danke für die Warnung. Viel Glück, Retro. Danke. Kokainkisten zerstören. Mensch, das schöne Kokain, du. Schöne J-Jo. Aha. Hallo. Was machst du denn hier? Sorry. Ach, hier auf dem Schiff, Alter. Cool. Alter. Ah, das ist aber Sperrgebiet. Ja, ja. Liegt hier erstmal so ein fetter Kutter, Alter. Ich weiß nicht, wenn wir gleich rein auf die Rambo-Methode. Der würde uns sehen. Ja. Ringado. Jawohl. Oh, hier ist Ruhe. Oh, die Mucke dazu, die passt gut, ey. Ah, oh, zerstör das. Das schöne J-Jo. Na gut. Die werden sauer sein. Komm noch drei. Sauer sein. Und vernichtet. Jetzt noch zwei. Halt die Schnauze. Wo warst du? Wo hast du mich entdeckt? Scheiße, das ist nicht gut. So. Mach das hier fertig. Oh, jetzt kommen richtig viele, das wird richtig übel. Ihr kennt's ja. Hey,
ist das Ziel erledigt. Bleibt noch eins. Schnauze halten. Puta madre. Puta madre! Oh, das war's. So muss ich ja verschwinden hier. Oh, die fette Sau! Oh nein! Was kannst du denn einstecken? Sicherlich. Auf naher Distanz 8 Schüsse mit der Schrotflinte. Nee, ist klar. Alles wieder von vorne, wa? Mhm. Toll. Naja, das ist ein bisschen buggy, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die anderen gehen alle mit einem Schuss down. Der hatte auch keine Panzerweste. Und wenn schon. 8 Stück mit der Schrotflinte, das kann er gar nicht wegstecken. Normalerweise nicht. Wir gehen hier lang. So, hier können wir gar nicht rein. Ja, dann bringt das hier auch nichts. Vielleicht war es gar keine gute Idee, hier reinzuspringen. Oh, guck dir mal da hinten die fette Brücke an, Alter. Wie sie beleuchtet ist, Alter. Sieht ja richtig nice aus. Ja. Hier kommen wir auch nicht rein. Ja toll, was soll das denn, das Ganze? Ja, und jetzt hier lang schwimmen, das bringt überhaupt nichts. Das war überhaupt keine tolle Idee. Jetzt nehmen wir uns einfach das Boot. Hier hoch. So. Achso, da sind Leitern, um wieder hochzukommen. Ja, dann geht das ja. Jetzt hätte ich das Boot genommen als... Das ist ja dumme Fettklops da, Alter. Echt, ey. Manchmal, wenn man zu nah dran ist, hat man keine Chance, ey. Denn irgendwie verbuggt. Man trifft ihn die ganze Zeit, aber er geht nicht down. Und er hatte keine Kugel, die war beste. Und du wirst jetzt erstmal... Geht ja nicht anders. So. Weg mit dir. Ja, Alarm ist immer scheiße, das ist natürlich klar. Ja, ist gut. Ist gut. Was war das? Ah, ist ein bisschen tricky hier. Vor allem, wenn es richtig Ärger gibt, ey. Dann sind sie auf Zack. Die werden sauer sein. Kommen noch drei. Vernichtet. Jetzt noch zwei. Noch haben sie nichts bemerkt. So, mein lieber Freund. Ist jetzt fällig. Wunderbar, das hat super geklappt. Hier sind ein paar mehr, hier müssen wir echt tierisch aufpassen. So. Das schaffen wir. Wünsch mir Glück. Die letzte Kiste ist die schwerste. Ist das Ziel erledigt. Bleibt noch eins. Ja, das wird jetzt übel werden. Noch ein höher. Oh nein! Wir haben einen Eindringling! Was? Oh nein! Guckt euch das an! Das gibt es doch nicht. Das war die schwerste Kiste. Ja, da liegt ein dummes Scheiß Fass.
kann nicht wahr sein. Ja, das Glückwünschen hat leider nichts gebracht. Aber bei dem Spiel brauchst du wirklich Geduld, Alter. Wir werden die trotzdem zum Schluss machen, sonst geht der Alarm, da werden wir immer entdeckt. Also. Dort ist einer. Der ist noch tiefer. Geil, das war ja nice. So. Na, schaffen wir schon. Die werden sauer sein. Na, werden kommen sie. Noch drei. Ah, diese Fässer hier, die haben uns gerade den Tod gekostet. Ja, das passt ja natürlich, das Feuer, das passt ja perfekt hier. Schnell weg, Alter. Ja, nee, ist klar. Vernichtet. So. Jetzt noch zwei. Zwei. So lang, hier lang. Komm schon. Was zum Teufel war das? Halt die Schnauze. Wir haben einen Eindringling. Oh nein. Nein, der hat mich jetzt hier entdeckt. Das wird übel. Mach ihn. Da kommt der Wichser. Seh nix. Bleibt noch eins. Wir müssen diesen Kamerun erledigen. Wir müssen ihn erledigen. Da gehst du nicht hoch, da geh ich hoch. Die Kisten müssen da aufpassen. Nein. Oha. Nimm mich hier in die Zange. Wir müssen hier hoch. Pass mit der Kiste auf, Alter. Das wird richtig übel hier. Der ruft wieder Verstärkung, diese Drecksau. Da sind die Kisten. Wo ist weg da. Oh, haben wir Glück gehabt. Der hat die ganze Kiste zerschossen. Wunderbar. Runter hier vom Schiff. Kokainlieferung zerstört. Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber. Jawohl, da haben wir Glück gehabt. Schönes Wasser. Oh, da hinten die Skyline, Alter. Nice. Das haben wir geschafft, ja klar. Na, Logo. Danke für das schöne Boot hier. Und. Oh, der schmeißt eine Granate. Ei. Oh, ein Scharfschütze. Wir fahren mal zu der fetten Brücke hin, Alter. Nee, das sind nicht die Golden Gate Bridge. So, Mission abgeschlossen. Wunderbar. Muss das sein. Geil. Hat euch das gefallen? Mir auf jeden Fall. Hat Laune gemacht. Okay, die Teskas in diesem Video, die Horatio entführt und getötet haben, die als Nächste. Der Boss nennt sich Pablo der Häuter. Er versteckt sich irgendwo. Die anderen sind Luis Trevino, Tina Huerta und Jorge Gutierrez. Sie treffen sich in den trockenen Kanälen, um über DedSec zu sprechen. Gut, die holen wir uns. Pablo der Häuter, Alter. Ja. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Wildlands mit den ganzen mexikanischen Gangster. Ein Häuter, ja. Er zieht ja die Haut ab, du. Miese Schweine. So. Flugwarn machen. Und weiter geht's. Wenn euch das alles gefällt, lasst einen Daumen hoch, einen Kommentar würde ich mich freuen. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet mit meinem Kanal viel Freude haben, die nächsten Monate und Jahre. Da kommt viel Content rein. Ich bin Core-Gamer, wie gesagt, ich habe fast alle Spiele am Start. Wenn sie günstiger werden. Das Spiel gab es ja auch schon für... Na, bleib so stehen. War das alles? Raus hier! So, da fährt ein Bulle. Wo ist der... Schwärmt aus.
Wer schwärmt da aus? Ist das Bullen oder was? Ah, die schwärmt in die falsche Richtung aus. Egal. Erstmal müssen wir die Mission markieren. So, wo war das? Hier. Hier in Oakland. Gut. Oh geil, die Bridgestone, die Grafik, also habt echt geile Spiele gemacht. Ubisoft und Wildlands ist auch richtig geil, also macht mir richtig Laune. Werde ich heute auch noch zwei Videos, oder drei Videos, mal sehen, wie wir das schaffen. Drei Videos von Wildlands gibt es heute definitiv auch noch. Habe ich auch voll Bock drauf. Retro, Primate hat irgendwas vor. Einer ihrer Gorillas läuft gerade Amok. Lenny behauptet online, er gehört zu uns. Der kann uns nicht einfach mit Dreck bewerfen. Versucht den Amoklauf zu stoppen. Verdien uns ein paar Pluspunkte. Wie gesagt, einer meiner besten Freunde hat jetzt auch einen PC endlich gekauft. Er hatte eine PS4, aber die kannst du ja vergessen. Also vor allem für Assetto Corsa. Bin ich sehr enttäuscht von Assetto Corsa auf der PS4. Ist totaler Müll. Also Assetto Corsa kannst du nur auf dem PC spielen. Und das werde ich mit ihm zusammenzocken. Jetzt am 18.03. bekommt er seinen Rechner. Richtig geil. So, und schon sind wir da. Wir waren jetzt ziemlich schnell. Er liegt wie ein Brett, der fährt sich richtig gut, ey. Geil, die stehen da mit ihrer fetten Karre, Alter. Sind voll am Abdancen, ey. Cool. So. Ach, jetzt gibt's hier erstmal Konflikt, Alter. Jetzt gibt's hier erstmal richtig Gangbang, Alter. Wo wollt ihr denn hin? Bringt ihr euch in Sicherheit? Den Wagen lasst ihr stehen, oder was? Oh, die laufen ihn hinterher. Was geht denn hier ab, Alter? Wo willst du hin? Bist du ein Gangster, oder was? Ich werde dir zeigen, wer hier ein Gangster ist. So. Jetzt weißt du Bescheid. Was sollen wir hier machen? Geht's nicht rüber, das ist stachelig. Das mag er nicht. Das reicht wohl nicht. Doch, das reicht. Ach, da bist du ja. Schön, dass du hier bist, Retro. Alle bei DedSec sind stolz darauf, dass du Horatio rächen willst. Danke. Was geht ab? Ich habe mal ihre Telefonate mitgehört. Trevino ist schon da. Die anderen beiden sind unterwegs. Mehr muss ich nicht wissen. Bring dich lieber in Sicherheit. Viel Glück, Mann. Danke. Oha. Rächer Horatio ist tot. Ja, auf jeden Fall. Rache ist Blutwurst, Alter. Ihr kriegt das richtig aufs Maul. Das schaffen wir in dieser Folge auch noch. Ich lehne mich einfach mal so weit aus dem Fenster. Ah, die sind weit voneinander entfernt. Oh, der bewegt sich. Seht ihr das? Er kommt mit einem Auto. Ich bin im Sperrgebiet, ja. Ah! Da steht der Erste. Jetzt bräuchte ich ein schönes Scharfschützengewehr. Das wäre natürlich wie bei Wildlands. Aber wir haben kein Scharfschützengewehr, wir haben nur eine Schrotflinte. Da ist sie. Pump Action. Ich verfolge Gutierrez. Er ist jetzt am Treffpunkt. Alter, das wird ein Wespennest. Oha, da sieht mich schon einer. Jetzt nicht mehr. Ja, komm. Ayuda!
Wir sind Rambo. Du bist gleich down. Luis Trevino wird uns nicht mehr ärgern. Penner. Ich habe Tina Huerta im Visier. Sie ist gerade angekommen. Wird sie bereuen. Wird sie bereuen. Oh. Gib Gas. Eieieiei. Oh, geile Maria hier. Das ist ja geil. Wir müssen einen Screenshot machen. Den mache ich jetzt auch. Einen Moment. Zack. So. Jawohl. Das sieht ja geil aus. Ja, der ist gepanzert. Das sieht man ja. So, du Fettklops. AK-47. Das passt, die beliebteste Gangsterwaffe, die es überall auf der Welt gibt, ey. Ey! Du sollst hier keine Verstärkung rufen, du Witzer, du. Oh, down mit dir. So, komm. Du bist oben? Ich auch. Pussy, die hat zugestochen. Die war das. Marcus, der letzte von den Pennern will sich verziehen. Lass bloß keinen Kopf an. Will ich verziehen? Wie komme ich jetzt hier raus? Der will sich verziehen. Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Wehe, du schnappst dir ein Auto. Wehe dir. Gutierrez ist abgehakt. Huerta, Gutierrez, Trevino. Ein bisschen Gerechtigkeit für Horatio. Verschwinde da. Jetzt ist das Arschloch Pablo dran. Oha. Nein, warum kannst du das Tor nicht kaputt fahren? Da habe ich hier die scheiß Bullen hier an der Hacken. Wird nicht einfach, diese scheiß Bullen loszuwerden. Das kenne ich schon. Mhm. Ist aggressiv, wa? So. Ab durchs Gemüse. So, jetzt liegt das hier hoch mit dir. Wir haben keinen. Oh, das schafft die Karre nicht. Das schafft die Karre nicht. Ah, geiler Wald hier, sieht nice aus. Ich hab's euch gesagt, immer durchs Gemüse durch, da können sie ja nicht kriegen. Wir suchen mal nördlich von eurer Position. Nördlich? Was soll das denn jetzt? Achso. Jawohl. Oh, da, diese geile Mission brauche ich auch noch eine Floppe, Alter. Jetzt haben wir uns schön gerecht, ey. Rache walten lassen. So gefällt mir das. Der Mucke ist auch am Start. Okay, Zeit für den Anführer. Pablo der Häuter habe ihn zu den Hundekämpfen in Oaklands Chinatown verfolgt. Ein Dead-Sec-Mitglied erkundet dort den Laden für dich. Der Kerl gehört uns, Marcus. Das habe ich mir schon gedacht, dass das der Pablo der Häuter wird. Das sagt ja schon alles, Alter. Menschen häuten, also da habe ich mal einen Horrorfilm gesehen. Das war echt übel, ein französischer Horrorfilm. Da wurde die Frau auch übelst gehäutet, Alter. Das war echt krass, ey. So. So ist das. Hier sind wir. Da ist Pablo der Häuter. Hoppala. Passt. Die Grafik finde ich wirklich ist echt geil. Boah. Oh,
Das werden wir in dieser Folge nicht mehr schaffen, obwohl wir können die Folge auch ein bisschen länger machen. Das tue ich natürlich für euch. Fetter TV hier auf dem Freeway, Alter. Ja, kannst mal reingucken, aber auch nicht lange. So, jetzt kommt der Obermacker. Das SFPD behauptet, dass die Kriminalitätsrate dank der CTOS-Erweiterung in der Bay Area immer weiter sinkt. Augenscheinlich entdeckt es kriminelle Tendenzen, bevor das Verbrechen passiert. Das hätte ich von meiner dritten Ehe brauchen können, hätte mir viel Ärger erspart. So. Ist ja ein trautes Heim. So. Der ist natürlich hier drin. Einen Moment. So. Dann wollen wir mal sehen, wie wir da reinkommen. Bestimmt nicht durch die Vordertür. Sperrgebiet ist hier nicht. Was bist du denn vor allem? Ich dachte, ich trägt eine Maske, Alter. Danke. So. Aha. So. 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 Das wird nichts. Was ist das denn hier? Eine Satellitenschüssel. Gut. Dann müssen wir von oben rein. Hier wird es natürlich auch nichts. Na, das war klar. Wir brauchen ihn hier. So. Jo. Lassen, sodass sie hier nicht entsetzen. Achso. Oh, hier gibt es wieder Informationen. Achso. Gut. Hey! Retro! Was geht hier ab? In dem Gebäude da gibt's Hundekämpfe. Da war wohl mal ein Hallenbad oder sowas. Zutritt ist nur für Mitglieder. Komme ich da irgendwie rein? Ich glaube, dass du durch das Restaurant reinkommst. Viel Glück, Mann. Können wir dir irgendwie helfen? Danke. Wir dürfen nicht auffallen. Ich gehe allein rein. Aha. Gut. Jetzt ist es Sperrgebiet, ja. So. Geil, das Auto fährt weg. Nice, haben wir gehackt. Gut, ich glaube, hier kommen wir jetzt nicht so einfach runter, wenn wir hier runterspringen. Nee. Wir gehen wieder hier runter. Oh, Moment, habe ich mich jetzt hier vertan? Sag mal, warum steht denn jetzt auf einmal der Wagen wieder da unten? Den haben wir doch hier hochgefahren. So ein Blödsinn. Aha, hier geht's runter. Na, dann geht das ja. Dann geht das ja. Oh, das ist wieder so eine geile Karre, die muss ich mir erstmal holen, ey. Das will ich das nochmal zeigen hier, in Lowrider. Geil. Aber springen kann er leider nicht, also. Vorne bumpen. Der König der Arschgeigen. So. Was kommt dann, Bulle? Ja. Durchs Restaurant, sagt sie. Kommen wir rein, ist klar. China-Restaurant. Joa, ist ein Sperrgebiet, aber wir sehen, was uns da erwartet. So, dann geht's los. Ja, ist klar. Ne, hier geht's nicht rein. Also direkt durch die Vordertür bestimmt nicht. Hintereingang. Alter.
Ja, der hat seine Augen auch immer offen. Blödes Arschloch. Das bringt hier gar nichts. Nein. Das sind zwei gewesen, deswegen bin ich da auch nicht rangegangen. Weil das hätte... Wer sieht mich hier? Ah, der da oben, ist einer auf dem Dach? Seht nach! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn ihr einen Pendejo seht, kümmert euch. Shit, das wird sicher einen ganzen Haufen Teskas auf den Plan rufen. Die Hundekämpfe sind super laut. Schließt einfach alle aus, wenn's geht. Das müsste reichen. Scheiß Scharfschütze. Weg hier! So, wer schießt hier? Hol dich. Danke. Da ist der Scharfschütze. Er soll uns nicht interessieren. So, Weg ist frei. Danke. Ach du Scheiße, ich guck doch die Schweineköpfe an. Moment. Unterirdisches Versteck. Ja. Der wird gut bewacht sein. Das ist ja lecker hier, du. Lecker, lecker Schweinefleisch. Krass. Ah. Was macht er denn, Alter? Geil, Alter. Die Mucke kommt dazu, Alter. Ich sag's auch, hier ist Silvester Stallone hier, Alter. Und so nimmst du sie auseinander, die Kühe, Alter. Wisst ihr Bescheid? Alles klar. Alles klar. So, ab in den Untergrund. An der Wand hier noch Graffiti ist, Alter. Echt nice gemacht, ey. So. Ei. Alter Schwede, das geht bestimmt ab, ey. Vielleicht will er dir deine kleinen Huevos abreißen. Nein, bitch. Ich hab alles gesagt. Hört auf, bitte. Hey, Bato, ¿qué haces? Kannst doch kein Messer mit hierher bringen, Mann. Nein, Mann. Ich bring ihn zu Pablo. Nein, Pablo, nein. Nein, bitte nicht. Ja, das sind die Mexikaner. Oh, okay. Ach du Scheiße. Die Teskas heißen euch willkommen. Und ich garantiere euch heute ein paar blutige Eieiei. Ei, ei. Wie spät ist das? Ah, 20:04. Ignoriert diesen Scheiß einfach. Solange ich hier bin, sind die Teska stark und werden es bleiben. Und jetzt lasst die Hunde raus. Ah, wollt ihr nicht? Geil gemacht, ey. Das wollen wir jetzt noch abwarten. Da wird bestimmt einer nicht lebend rauskommen. Na nun komm, das Spiel ist ab 18. Reiß mir die Kehle durch. Ja,
Darauf warte ich, aber das wird wohl nichts. Nee, das wird nichts. Na gut. Lass sie weitermachen. Das wird übel hier. So. So. Hier geht's auf. Aus. Ja. Oha. Oha. Du Arschloch. Halt deine Schnauze. Findet den Puta. Hat er schon Alarm ausgelöst? Nein. Unten ist ganz unten links das Green-Symbol. Oh, wo kommt der Witzler? Ich hab was gehört. Oh, ein gepanzerter. Wünsch mir Glück. Komm her. Ja, komm. Ich mach ewig so weiter, Chavala. So, das war knapp. Scheiß Köter, du. Oh! Oh! Übel! Noch ein gepanzerter! Jawoll! Schön durchgeschossen. Scheiß Köter, du bist jetzt dran, Alter. Komm raus! So, weg mit dir. Dreckstöter. Ach, hier ist der schöne Zugangsschlüssel, den brauchen wir. Danke. So. Ja, die. Es geht hier noch ein bisschen weiter mit der Folge. Wir gehen nirgendwo hin. Findet ihn. Oh! Ja. Das ist ein Gangster. Oh, geiles Bild. Jetzt tritt das an. Ich werde sie alle ausschalten und dann zum Schluss kommt der Big Boss. Ich glaube, ein gepanzerter. Nee, doch nicht. Verstärkung, das wollen wir gar nicht haben. Wir wollen sie dezimieren. Nein, falsch. Die Schnauze. Da aufs Maul hier. Ah, das ist ein gepanzerter. Das bist du ja. Oh, der kann hart schießen. Da ist noch einer. Gefährlich. Oder sind das die Hunde? Ei, böse. Ah, du bist gleich down. Mein lieber Freund. So, ich bin so fällig, mein lieber Freund. Verstärkung? Gibt's hier nicht. Hast du Schiss, wa? Bitch. Fuck you, bitch. Bitch, nigga. Verschwinde lieber von da, so schnell es geht, Marcus. Okay. Wir wissen, wo wir rauskommen. Genau, hier geht's lang. Und es geht aufwärts. Das ging ja leichter als gedacht. Marcus, du musst da verschwinden. Wir beobachten die Teskers. Du kriegst Ärger. Die ganze Bande ist unterwegs zu dir. Gleich wird es vor Teskers nur so wimmeln. Ach du Scheiße, ich hab mich schon zu früh gefreut.
Rücken, Cabron. Findet ihn! Komm schon. So. Ich weiß noch, wo wir rausgekommen sind. Das war noch easy. Jawohl, das schaffen wir. So, das war's. Da wartet einer auf uns. Oh, scheiße! Aus mit dir. Ist das hier kein Gebiet oder warum sind wir denn hier gelandet? Ach nee, was zum Henker haben wir denn hier? Geil. Geschafft. Das war doch eine richtig geile Folge, oder? Lasst einen Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare. Das war doch super. Spitze. So. Das war für heute Watch Dogs. Nachher geht's mit Wildlands weiter. Freut euch drauf. Wir haben sie alle, Mann. Ich war nicht schnell genug da, Bruder. Scheiße, Mann. Die Teskas hätten sich jeden von uns schnappen können. Mich, dich, Josh. Jeden von uns. Sie haben Horatio erwischt. Und er hat sich geweigert, uns zu verraten. Ich komme auch gleich nach, Mann. Ja, schon traurig, so eine Gruppe, wenn sie alle so zusammengehalten haben. Oldschool. Gerechtigkeit. Genau, Alter. Wir sind oldschool. Scheiß New School. Oldschool. Passt. Über 2 Millionen Follower haben wir schon. Geil. Ray, mein Freund. Marcus. Leute, ihr habt hier in der Stadt ziemlich einen Wirbel gemacht, Mann. Ich stehe nicht auf den schnolzigen Kram, aber... Ich weiß das zu schätzen. Ehrlich. Ah, ich hänge an der Küste. Komm vorbei, wenn ihr für euren größten Job bereit seid, Baby. Hack die Welt, da die betrasst die Mission ist. Die Zahl der Anhänger der Hackerzelle DedSec ist in den letzten Monaten gestiegen. Es gibt Gerüchte, dass sich bestimmte Silicon Valley Insider für einen neuen Hackerangriff wappnen. Die anonyme Hackergruppe verfolgt inzwischen höhere Ziele und hat mehrere Firmen und Institutionen bloßgestellt, wegen angeblicher illegaler Praktiken. Dies hat die Aufmerksamkeit vieler Bürger geweckt, die DedSecs Ziele befürworten, wenn auch nicht unbedingt ihre Methoden. Genau, die sind auf unserer Seite, die Bürger. Wir sind im Untergrund. So muss das sein. Jo, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das vorige auch. Dann lasst einen Daumen hoch und freut euch auf neue Videos. Ich bin raus. Euer Robin Hood. Bye, bye.